Gärung. Gärung ist die Umwandlung von Kohlehydrate durch Bakterien. Man kann zwei Hauptgärungsprozesse unterscheiden. Es gibt zum einen die alkoholische Gärung, wie zum Beispiel bei alkoholischen Getränken. Und es gibt die Milchsäuregärung, zum Beispiel beim Sauerkraut. Vom Yoga-Standpunkt aus würde man sagen, die Alkoholgärung wirkt etwas tamasig und die Milchsäuregärung ist etwas sehr sattwiges. Und es ist gut, wenn der Mensch öfters Milchsäurevergorenes zu sich nimmt, zum Beispiel Sauerkrautsaft oder Brottrunk oder auch andere milchsauer vergorene Gemüse und Gemüsesäfte.